Im August vergangenen Jahres öffnete Vorarlbergs erste Reha-Klinik in Schruns ihre Pforten. Seither können Vorarlberger Patienten aller Sozialversicherungen auch für einen Rehabilitationsaufenthalt erstmals im Ländle bleiben. 150 Betten für Orthopädie, Neurologie und Kardiologie stehen zur Verfügung und durch die enge Zusammenarbeit mit den heimischen Krankenhäusern gibt es so gut wie keine Wartezeiten und das trotz 99%iger Auslastung. Die Beschwerden und Erkrankungen der Patienten in der Reha-Klinik Montafon sind vielfältig und unterschiedlich. Sie alle haben aber ein gemeinsames Ziel. Sie wollen in ein möglichst normales, gesundes Leben zurückkehren. In diesem Rehabilitationsprozess spielt das Wohlbefinden eine entscheidende Rolle. Es ist eine grundsätzliche Thematik der Rehabilitation, möglichst wohnortnahe zu sein. Der zweite Aspekt ist, dass die Besuchsmöglichkeiten von den Leuten deutlich besser ist natürlich. Und zum Dritten können Entlassungen und das weitere Vorgehen von hier einfach besser koordiniert werden. Architekt Erich Gutmorget hat transparente, licht- und luftdurchflutete Räume gestaltet, die immer einen Bezug zur Montafoner Landschaft herstellen. Jeder Patient hat einen maßgeschneiderten Therapieplan, der helfen soll, wieder auf die Beine zu kommen. Wo ich daherkomme, bin ich kaum stehen können auf dem Fuß. Und jetzt geht es Alltag ein bisschen besser, Gott sei Dank. Ich habe einen guten Erfolg erzielt für mein Knie. Ich habe ein neues Knie gekriegt und ich kann es sehr gut bewegen. Ja, ich bin ganz glücklich, dass das so ausgegangen ist. Auch chronisch kranke Patienten werden in der Reha-Klinik Montafon behandelt. Die Kombination der Fachbereiche Orthopädie, Neurologie und Kardiologie ermöglicht die Behandlung und Therapie von unzähligen Erkrankungen und Beschwerden. Durch die modernen Therapiemöglichkeiten können nachhaltige Erfolge erzielt werden. Vor 8 Wochen habe ich einen schweren Schub gehabt und da war ich das linke Bein war gelähmt. Und jetzt, nach 8 Wochen, kann ich wieder mit Stöcke sehr gut gehen. Es gibt irrsinnig viele Materialien, es gibt irrsinnig viele verschiedene Räume, es gibt genügend Techniken, es ist sehr gut ausgerüstetes Haus. 3 bis 4 Wochen dauert ein durchschnittlicher Reha-Aufenthalt in Schruns. Dabei soll die Reha möglichst direkt an den akuten Krankenhausaufenthalt anschließen. Je früher die Therapie anfängt und je intensiver sie auch in den ersten Wochen und Monaten stattfindet, desto größer sind auch die neurologischen oder die Therapieerfolge für die Patienten. Nach 5 Schlaganfällen und 1 Herzschrittmacher-Operation ist Herr Turnherr aus Dornbirn sehr froh, seine Reha in der Nähe machen zu können. Und aus ärztlicher Sicht lassen sich die regionalen Netzwerke ideal für den Patienten nutzen. Kurze Kommunikationswege, kurze Wartezeiten, dass der Arzt sowohl interventionell als auch rehabilitationsmäßig tätig sein kann. Das ist recht neu und die Zukunft, glaube ich. Die Frau kann einen besuchen, die Schwiegereltern können einen besuchen, die Kinder, die ist herrlich hier. Die Reha-Klinik Montafon ist ein privat geführtes Unternehmen und bietet rund 100 Arbeitsplätze. Für die Versorgung der Patienten werden möglichst regionale Produkte verwendet und erste Bedenken in der Talschaft konnten offenbar beseitigt werden. Wir sind natürlich überhaupt keine Konkurrenz, wir sind Krankenhaus. Und ich glaube, sind alle froh, dass wir hier sind und wir sind froh, dass wir in Schruns sind.